1, 2, 3, 4. Kann aber auch mega gut sein, ne? Ja, ja, so, das voll. Ist jetzt so äußerlich. Aber guck mal, wenn jemand das Mikrofon nicht richtig am Mund hält, ja, dann werde ich das skeptisch. Das irritiert mich ja. auch immer. Ja, ja. Mhm. Er hat auf jeden Fall das bunte Showhemd an. Ja. Luke und die Klamotten, ich sag's dir. Irgendwie habe ich auch wieder ein bisschen Angst vor Schlager, weil seht ihr das? Oder es ist halt wirklich so, hier so, und wenn ein Lied, Söhne Mannheims, schöne deutsche Ballade, total puristisch gesungen. Glaube ich aber nicht. Nee. Er spürt's auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass das krass ist. Sieht auf jeden Fall aus, als würde er irgendwas erklären gerade. Und dann müsst ihr den vorne durch die Lasche ziehen. Meinst du? Oder der predigt. Der Heilige Vater kam und sah und die Kuppel öffnete sich und Gott sprach, kommt unter der Kuppel hervor, ich höre euch nicht. Und die Gemeinde sagte, Amen, Amen. Ich habe ein bisschen Schlagerangst. So, jetzt. Langsam dreht, dann laufen wir, so schnell es geht, dahin, wo die Straßen endlos sind und keiner unseren Namen kennt. Lass nur ein Stück Papier zurück, auf dem geschrieben steht, wir sind jetzt weg. Suchen den Moment, wo alles stimmt, wir für einen Augenblick Legenden sind. Dankeschön. Dann frage ich mal, wie war es denn für dich? Für mich war es, glaube ich, ganz gut. Ja? Ich habe ja gemerkt, ihr habt nicht sofort gezogen, aber... Korrektur, wir haben gar nicht gezogen. Okay, ich habe gar nicht gezogen. Ja. ja, hätte ich jetzt erstmal nicht so erwartet, aber naja. Das ist blöd was jetzt, ne? Aber, du hast halt so ausufernd performt, dass wir waren, das ging uns zu schnell. Also du hast so viel, okay. Auch die Flickflacks und so, da habe ich gedacht, das ist zu krass. Singst du denn gerne? Ich singe gerne, tatsächlich. Ja, auch vor aber, Leuten? Nee, ich habe noch nie vor Leuten gesungen. Okay. Ich mache das nur so für mich. Okay. Und ja, sei es in meinem Auto oder so, wo ich dann so die aktuellen Charts oder so mal mitsinge. Und genau da ist deine Zukunft. Ja. Im Auto. Im Auto oder in den aktuellen Charts? Mit Autotune vielleicht, aber... nein, also man hat auf jeden Fall gemerkt, die hat das Spaß gemacht. Die Songauswahl, Max Giesinger, auch mega. Auch Legenden fand ich sehr apropos, so mit der Performance. Ach, ja, aber dafür hätte auch das Hemd ein bisschen weiter aus, auf sein müssen. Ne? Max trägt ja immer sehr ausladende... Ja, so Deep V's, ne? Ja, ja. Wo man nicht weiß, Brustbehaarung, Schambehaarung, wo ist der, genau der Übergang. Aber leider, es hat keiner gezogen. Willst du uns noch sagen, was du beruflich machst oder wo du herkommst? Ich komme erstmal aus Förde am Niederrhein. Macht doch nichts. Ja, bin ich auch. Und beruflich fange ich jetzt eine Ausbildung an, bei einer Stadtverwaltung. Ah, sehr cool. Cool. Dann wünschen wir dir alles Gute. Hier hat es leider nicht Dankeschön. Gereicht, dass wir die Kuppel gezogen haben. Aber dein Auto freut sich. Ciao. Alles klar, Dankeschön. Tschüss. Ich habe mir auf jeden Fall erhofft, dass tatsächlich einer der Juroren den Hebel zieht. Hat leider nicht ganz so geklappt. Bisschen enttäuschend, aber ich lasse mich davon nicht unterkriegen und dann mal gucken, was noch so kommt.